Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider, The Angel of Darkness. Ja, also ich hatte gerade schon eine Folge aufgenommen, dann ist meine Recording-Software abgestürzt und jetzt habe ich kein Video, aber das ist nur halb so schlimm, denn ich hatte eigentlich 17 Minuten damit verdaddelt, hier noch ein bisschen ein paar Sachen auszuprobieren, die nicht funktioniert haben, habe dann in die Lösung geguckt und war dann schlauer und ja, dann kam nicht mehr allzu viel. Deswegen, genau, wir haben jetzt ein bisschen bessere Skills oder mehr Stärke und jetzt können wir diesen Turm hier ziehen, wenn sie sich denn richtig hinstellt. Und dann müssen wir hier eigentlich auch gar nichts mehr machen. Wir müssen gar nicht durch die ganzen Laser hier durch, wie ich eigentlich dachte. Weil das ist so einladend. Wenn da eine Tür hinterm Laser ist, dann will man da ja auch durch, ne? So, ich glaube, hier kannst du mal stoppen. Okay, da kommt sie jetzt nicht mehr hoch, weil da, glaube ich, schon dieser Schacht oder dieses Ding hinter uns ist. Das da. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Anlage. Nein. Lara. Ich möchte doch einfach nur hier hoch. Wie schwierig ist das bitte? So. Okay, und dann stellen wir uns mal ein bisschen hier hin. Versuchen, da dran zu kommen. So. So zum Beispiel. War jetzt nicht super elegant, aber funktioniert, ne? Gut, da geht das Gas aus. Dann können wir dort endlich rüber. So, und hoch. Und rüber. Und dann muss sie die Füße hochnehmen. Das hatte ich nämlich auch erst nicht gecheckt. Und jetzt gibt es wieder Probleme mit meiner Kamera. Wie schön. Wie schön, wie schön. Nur Probleme heute. So. Lara, du sollst... Scheiße. So. Und dann gibt es irgendwo noch einen zweiten. Aber egal. Der stört uns jetzt nicht. So, jetzt probiere ich nochmal meine Kamera in Ordnung zu kriegen. Bitte, bitte, lass mich aufnehmen. Gerade eben ging's. Gerade eben mit der Folge, die ich natürlich nicht verwenden kann. So, probieren wir es jetzt nochmal. So, dann gehen wir hier mal nach oben. Und dann betätigen wir die Hebel. Das sah böse aus, aber das ist okay. Denn das ist ganz gut für uns. Huch, okay. Dann kann ich da auf diesen Lüftungsschacht. Und ich habe noch nie im echten Leben gehört, dass jemand in den Lüftungsschacht gegangen ist. In Amerika kann ich mir das vorstellen, weil die da ja irgendwie wirklich ziemlich groß sind. Aber in Deutschland... I don't know. So. Dann festhalten. Dann gehen wir hier rein. So, ich hoffe, es stürzt jetzt nicht wieder an der gleichen Stelle ab, weil eigentlich war es OBS Studio, das abgestürzt ist und nicht das Spiel. Also hoffe ich, dass es jetzt nicht wieder passiert, weil wenn es das Spiel ist und es immer an der gleichen Stelle ist, dann wäre das blöd, dann kämen wir nicht weiter. So, sehr cool. You can't keep me here. My paper will miss me if I don't report in.
Found him skulking around in the loading bay. Must have got a passcode. How's the door on your way up, Grayson? I have records on you, Eckhart! You can't hurt me! If only there was time for us to read them together. But it's too late now. There are things to be done. Gut, wir machen weiter. Es gab ein bisschen ein technisches Problem, aber ich denke, das haben wir jetzt geklärt. Ja, die Szene war natürlich sehr brutal und unser armer Freund. Unser armer Freund wurde brutal ermordet. So, und wir bekommen hier etwas, ja. Wir bekommen hier etwas von diesem lieben Herrn. Oh Gott. Ach, die geht gleich los, wenn ich so nah dran bin, ja. Okay, da liegt noch was. Eine Waffe. Okay, da kann ich sicher so drüber. Und ich denke, da muss ich auch lang, ne? Hier kann ich, glaube ich, nichts machen. Da oben ist noch ein Typi. Ich sollte ich vielleicht auch ausschalten, wenn ich da reinkomme. Vielleicht kann ich da auch Laser ausstellen oder so. So. Dann benutzt doch mal deine schicke Karte. Ich weiß gar nicht, was sagen die immer? Zucasico, Zucalito. Das klingt eher so spanisch, ein bisschen. So, wir wollen da noch mal rein, bitte. Ich möchte doch wissen, ob es hier noch was zu holen gibt. Guck mal, zum Beispiel in diesen schönen Schränken. Da ist nichts, da sind nur, oder? Doch. Was war das? Ah, ein bisschen Muni, okay. Oh, ich höre Schritte. Ich höre Schritte. Ich hätte vielleicht checken sollen, ob hier noch jemand ist. Hallo. Da noch einer? Ja. Oh, shit. Nein. Schon tot. Verdammt. Ich habe gerade noch gedacht, ich sollte ein bisschen meine Gesundheit schonen. Aber gut. Okay, dann gehen wir hier nochmal durch. Mit meinem tollen Schatten an der Decke. So. Genau. So, deine Karte nehmen wir mit. Ja, ich gehe jetzt mal nicht da hinten hin, sondern erstmal hier hin. Jetzt weiß ich ja, dass da mehrere Typen sind. So. Genau. Genau so sieht's aus. So. Machen wir noch mal die Tür auf. Oder nehmen erst was von dir, klar. Geht auch. So, vielleicht sollte ich jetzt erstmal meine Gesundheit ein wenig aufboostern. 60%, das klingt doch gut. Huch. Okay, was habt ihr denn da alles Schönes? Ist das Muni? Ja.
Das ist Moni. So, dann können wir uns doch jetzt hier in Ruhe nochmal umgucken. Da gab es nochmal Moni und hier gibt es nochmal Moni. Aber ich möchte erstmal bei meinem schönen Gewehr bleiben. Okay, so. Können wir hier was machen? I wonder what needs that kind of security to keep it in. Wouldn't you know it? My route goes through that biodome. It's a long way round, unless I can shut the power off to that section. That's it. Better get moving whilst the grid's down. Oh shit. Okay. Ja, wunderbar. Wie viel Zeit habe ich denn jetzt? Sagt mir keiner, ne? Das sorgt mir keiner. Ich hätte vorher hier ein bisschen rumschnüffeln sollen, aber ja, wir lassen uns jetzt Zeit. Liegt da noch was? Da liegt noch eine super Chocolate Bar. Okay, und ich weiß nicht, ob du das nicht hier ein bisschen bereuen wirst, dass du das den Strom ausgemacht hast. Aber gut. Geht nicht anders, ne? Aber wenigstens erledigt die Kreatur dann schon mal meine Gegner. So, jetzt muss ich nur hier durchkommen. Das ist lustig. Ah, wobei, die Tür da unten ist jetzt aufgegangen, ne? Ich muss hier gar nicht durch. Okay, cool. So, komme ich da mit meiner Karte durch? Okay. Oh nein! Und das ist ja... Das ist ja hier bei unserem Kumpel, wie hieß er noch? Boris? Ich weiß nicht mehr, wie du heißt. I'm sorry. I'm so sorry. Ja, scheiße. Scheiße ist es gelaufen mit dir. Es tut mir echt leid. Ein bisschen Medikamente, das ist schön. Ja, ich glaube, ich kann dir nicht mehr helfen. So muss ich doch da durch. Damit. So, Frage ist, wie kommen wir jetzt da durch? So, einerseits würde ich gerne da hochspringen. Geht das nicht? Das geht jetzt nur nicht, weil das Ding rund ist, oder was? Ach, Lara. Shit. Das war ein bisschen zu weit. Das war ein bisschen zu weit. Das war auch nicht gut. Okay. Wie kommen wir denn dann da? Oh nein, jetzt schmiert das wieder ab, das Spiel. Einen Moment.
So, jetzt haben wir immer noch das Problem, wie wir da hinkommen, rüberkommen. Shit. Und wer es schmiert jetzt wieder ab? Ach, come on. Spiel, was soll denn das? Heute ist eine chaotische Folge. Und es macht ja auch nicht wirklich Spaß, dann sich mit den Problemen auseinandersetzen zu müssen, bevor es weitergehen kann. Es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, als wenn das Spiel irgendwie so einen mega Bug hat, dass es an einer Stelle einfach nicht weitergeht oder man sich wieder neu einloggen muss oder keine Ahnung. Das mindert wirklich das Spielvergnügen. So, aber wieso komme ich denn da nicht hoch? Ich will da hoch. Ich will da so rüber. Ja! Oh Gott. Thank you. So, ich werde das jetzt mal überschreiben. Vielleicht bringt das irgendwas, dass es keine Probleme mehr mit diesem Punkt gibt. So. Und dann kann ich da mit vollem Karacho jetzt rüber. Was anderes fällt mir nicht ein. Oh, das war nicht so gut. Das war genau rein. Genau rein. Bitte lass es nicht abstürzen. Yes. Okay, gut. Also ich kann natürlich hier in die Mitte, ne? Was mache ich denn beim nächsten? Soll ich da rüberkommen? Ich weiß es nicht. Naja gut, dann machen wir es halt erstmal so. So. Aber ist doch kacke jetzt. Ja, von hier ist doch richtig scheiße, oder? Da komme ich doch so nicht rüber. So, ich werde es mal woanders speichern. Aber ich bin doch nicht klein genug, um da durchzukommen, oder? Oder auch doch? Ah, okay. Dann ging das ja doch ganz gut. Dann will ich nichts gesagt haben. Ja, und diese kleinen, kleinen blöden... Oh, nicht zu weit, Lara, nicht zu weit. Oh Gott, scheiße. Ah, das war knapp. Aber es ist nicht losgegangen eigentlich. Eigentlich nicht. So, warte. Wir gehen mal ein Stückchen hier nach hinten. So. Nee, ich bin schon im ersten tot. Ich muss früher abspringen. Anscheinend. Oder kann ich da mein Turbo irgendwie einsetzen? Oh shit. Das war schon zu weit. Eieiei. Okay. Komm, da komme ich jetzt noch drüber. Das schaffen wir. Das schaffen wir, Lara. I know it. So, mit bester Ausrichtung schaffen wir das vielleicht. So, nochmal speichern. Ist irgendwie gerade so ruhig hier. Es ist so wenig Musik. Wie ist denn mein Turbo eigentlich? Ich habe es voll vergessen. Was hat sie denn gerade gemacht? Was war das denn für ein komischer Sprung? Oder das... Nee. Hä, aber wäre das nicht mein Turbo? Ach, keine Ahnung. Okay, das war dumm. Das war nicht gut. Okay, vielleicht machen wir doch den Hechtsprung. Versuchen das damit. Nee. Nee, wie mache ich den Hechtsprung? Ich habe schon wieder voll vergessen. Nee, so auch nicht. wie war das noch? Wie war das noch?
so war das. Aber so klappt das nicht. Nee. Wie komme ich denn da rüber? Oder soll ich die... Nee, nacheinander ist auch blöd. Nacheinander ist auch blöd, aber so schaffe ich es auch nicht. Aber bin ich denn schon tot vom ersten? I don't know. So, das war der zweite, den ich erwischt habe. Ich denke, ich muss auf jeden Fall über den ersten und zweiten rüberkommen. So, das war nicht gut. Aber eigentlich wäre es am besten, über alles drüber zu kommen. Nee. Nee, sie schafft schon den ersten nicht. Kann das sein? Welches ist mein Nee, ich bin schon beim ersten tot. Hä? Okay, wartet. Und was ist mein... So bin ich tot. Vielleicht muss ich doch ein Stückchen nach vorne gehen. Aber ich bin ja noch nicht tot, wenn ich loslaufe. Also eigentlich nicht. So bin ich aber tot. So bin ich tot. Lustigerweise. Ejorne. Kann ich nicht da einfach drauf? Ah ja, wobei ich könnte auf die Kiste vielleicht drauf, da hinten, oder? Okay, das war doch knapp. Ich würde sagen, das war knapp. So, aber dann probieren wir es doch irgendwie so, ne? Dass wir hier in der Mitte stehen. Hier in der Mitte stehen. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Wir haben es hierhin geschafft. Das ist wunderbar. So, dann gehen wir ganz, ganz vorsichtig hier so drauf. Ja, Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Und dann... Was? What the hell? What? Sie muss mit dem Fuß da irgendwie ein bisschen was streifen oder so. Sonst kann ich mir das nicht erklären. So, aber das ist doch eigentlich schon ganz gut, ne? So, dann gehst du ein Schrittchen nach hinten. So, da hätten wir das doch. Wunderbar. Und ich habe keine Ahnung, wie lange wir jetzt schon insgesamt spielen, wegen der ganzen Unterbrechung und so weiter und so fort. Hö, wir sind jetzt wieder hier. Wir sind jetzt wieder hier, aber hier ist jetzt der... Ah, wir müssen da durch, ne? Okay, gut. Ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Dann gehen wir durch diese Research Facility, glaube ich. Und dann kommen wir hoffentlich irgendwann hier raus und es werden nicht noch mehr Freunde von uns getötet und verbrannt. Bis dann.